Hallo, guten Tag und willkommen am Telekom-Stand bei MyWallet. Wir möchten Ihnen heute die digitale Brieftasche sein. Das ist die MyWallet, die es ermöglicht, mit dem Handy bequem und sicher zu bezahlen. Wir können Ihnen das hier mal zeigen. Ich öffne also MyWallet als App und in MyWallet befinden sich also dann mehrere Applikationen. Hier in diesem Beispiel zeigen wir jetzt mal, dass dort zwei Bezahlkarten geladen sind. Das ist jetzt ein Beispiel mit zwei Kreditkarten. Das können aber natürlich noch eine ganze Menge weiterer Applikationen sein, wie zum Beispiel Kundenkarten, Coupons oder auch Bahnkarten oder Eintrittskarten, die man hier sicher in MyWallet ablegen kann. Wichtig dazu als Voraussetzung ist ein NFC-fähiges Smartphone. Da gibt es jetzt von der Deutschen Telekom eine ganze Reihe von Geräten. Aber unser Flaggschiff, das Samsung Galaxy S3, möchte ich Ihnen hier mit der Anwendung zeigen. Und weiterhin ist eine SIM-Karte notwendig, in der sich die ganze Sicherheit von MyWallet verbirgt. Und ich habe natürlich die App mit der jeweiligen Applikation, die ich dann auswählen kann. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier mal am Automaten zeigen. Ich wähle also mal eine dieser Karten aus als Bezahlkarte. Das Gerät sagt jetzt Tap to Pay. Dann gehe ich zum Automaten. Am Automaten wähle ich mein Produkt aus. Ich möchte eine Flasche Wasser. Die kostet 80 Cent, mir gerne ziehen. Dazu halte ich einfach mein Handy an das Lesegerät. Und MyWallet, IFA Berlin 2012 ist unsere Demo. Und schon ist die Bezahlung mit dem sicheren Mastercard PayPass Scheme durchgeführt worden. Und der Automat gibt das Produkt aus. Ich habe keinen München. Mein München ist hier noch. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen diesen Besuchern helfen. Die wühlen alle ihre Portemonnaies und finden nicht das passende Kleingeld. Aber hier gibt es natürlich seitens Telekom die passende Lösung. Das ist MyWallet. Das ist das Bezahlen mit dem Handy, das sicher und schnell funktioniert. Darf ich Ihnen beim Bezahlen helfen? Ja, bitte. Ja, dann gehen wir doch mal an den Automaten. Sie möchten bestimmt das Wasser. Genau. Dann nehmen wir mal jetzt hier diese Bezahlkarte und jetzt ist hier also Mastercard PayPass ausgewählt und wir wählen mal die Nummer 11. Das sind 80 Cent und durch Ranhalten des Handys an den Leser können wir damit den Bezahlvorgang sicher und schnell ausführen. Der Automat holt für Sie das Produkt ab und hier steht es auch schon sofort zur Verfügung. Perfekt. Das Interessante ist eben, dass man natürlich jetzt hier beim Bezahlen auch sofort auf dem Smartphone eine Rückmeldung bekommt und nicht wie eine Plastikkarte erst nach 4 Wochen oder wann immer man sich auch die Abrechnung anschaut, sieht, welche Transaktionen und welche Beträge bezahlt wurden. Das geht hier natürlich spontan über die App, wo man sich eine Transaktionshistorie vorstellen kann. Und man kann auch die Kontaktloskarte oder die Kontaktlosanwendung im Smartphone gegenüber einer Plastikkarte gezielt aktivieren und deaktivieren und ist damit auch bezogen auf die Sicherheit vor Ausspähungen und so weiter geschützt. Des Weiteren sind natürlich auch an solchen Anwendungen wie Automaten denkbar, dass man hier Kundenprogramme einführt. Solche Automaten sind ja sehr anonym. Der Betreiber kennt eigentlich gar nicht seine Kunden. Hier könnte man aber jetzt über das Smartphone gezielt Kundenbindungsprogramme einführen. Das heißt, wenn jemand regelmäßig kommt, dann bekommt er vielleicht in der Kantine bei zwei Snacks auch noch ein Wasser mit dazu oder man könnte Happy-Hour-Anwendungen einführen und all dieses über das Smartphone intelligent kontrollieren und für den Benutzer dann auch über das User-Interface sehr gut sichtbar machen. Seitens Telekom werden diese Produkte in Kürze launchen und werden dort eine Reihe von Produkten anbieten. Im ersten Schritt also Bezahlkarten, es wird eine Prepaid-Karte geben, die also an den Telekom-Kunden zur Verfügung gestellt wird. Und das startet jetzt dann zu Beginn im nächsten Jahr, sodass dann eben der Kunde die Möglichkeit hat, seine verschiedenen Anwendungen und Karten vom Lederportemonnaie in das digitale Wallet überzuführen.